Er bringt absolut die athletischen Voraussetzungen mit, die Size mit, ja, die Hände bringt er mit. Aber ich habe selber ein Jahr in der NFL Europe gespielt bei Ryan Fire, das war 1995. Und wenn du dann das erste Mal dann diesen ganzen Hype mal von abgesehen auf dem Platz stehst und dann dir die Bälle da um die Ohren geflogen kommen und dann die DBs dir gegenüberstehen, das ist ein ganz anderes Tempo. Das ist wirklich, also man sagt es ja immer wieder, aber die Dinge bewegen sich auf einmal viel, viel schneller. Und da ranzukommen, das auch so abzuschalten, dass du frei spielen kannst, dass du locker spielen kannst, eigentlich das zeigen kannst, was du drauf hast, das braucht seine Zeit. Ja, da muss man erstmal diese ganze Aufregung, diese, oh, ich bin jetzt in der NFL, das musst du erstmal alles ablegen. Und ich glaube, dass es ihm jetzt sehr gut getan hat, dieses Jahr sozusagen auch ein bisschen aus der Distanz dabei zu sein, aber ein bisschen noch aus der Distanz zu genießen und vor allen Dingen jetzt die Offseason voll zu nutzen, um rauszugehen, um natürlich nicht nur dein Körper weiterzuentwickeln, deine Technik weiterzuentwickeln und auch mental stärker zu werden. Ja, und dann ist ja auch die große entscheidende Frage, ja, du kannst schnell rennen, du kannst auch einen Ball fangen und du bist auch ein guter Athlet, aber triffst du in einem Bruchteil von einer Sekunde die richtige Entscheidung, in einer Option-Situation zum Beispiel auch die richtige Route zu laufen, den richtigen Cut zu setzen, ja. Ja, und dann mit dem Quarterback on the same page zu sein. Das sind Dinge, die sehen wir natürlich nicht, die wissen wir natürlich nicht, aber das ist ein ganz entscheidender Faktor für einen Coach, dann auch zu sagen, alles klar, den Jungen kann ich auf den Platz stellen, der wird im dritten und zehnten mir den First Down bringen. Ich glaube, es ist auch schwierig, weil er halt nie Special Teams gespielt hat. Gehe ich jetzt mal schwer davon aus. In Schwäbisch Hall und als Superstar des Teams sozusagen. Und dann halt diese Umstellung. Ja, also ich glaube, das ist ja immer so die Frage, Nummer 4 oder Nummer 5 ist dann die Frage, wer ist bei den Special Teams besser? Und wenn er das lernt, dann hat er eine Chance, sonst wird es, glaube ich, schwierig. Weil es gibt halt so viele andere auch, die halt dann dieses Jahr gedraftet werden. Er hat halt immer 2, 3 Leute, mit denen er sich halt dann wirklich messen muss. Also Special Teams, natürlich sind das die Spots, gebe ich dir absolut recht, mit denen du es dann auch in den Kader reinschaffst und wo du dich auch beweisen kannst, gar keine Frage. Aber die Positionen, die du dann laufen kannst, weil Returner, weiß ich nicht, ob sie ihn da hinstellen werden, ob sie das machen werden, vielleicht in die Reihe davor im Kickoff-Return oder selbst auch im Kickoff. Aber dann hängt es natürlich davon ab, dass er auch das entsprechende Tackling mitbringt, ob er das auch beherrscht. Von seiner Größe und Kraft hatte ich auch überlegt, ob es nicht vielleicht für ihn auch Sinn macht, ein bisschen vielleicht Blocken auch zu lernen, vielleicht nochmal ein paar Kilo zu nehmen und dann auf Tight End quasi umzuschulen. Das ist auch ein Riesensprung. Ja, also das ist wirklich ein Riesensprung, von der Wide Receiver-Position auf eine Tight End-Position zu gehen, das Blocken zu lernen und dann in der NFL auch mal gegen einen Outside Linebacker oder Defensive End zu stehen und den natürlich dann irgendwie aus dem Weg zu schaffen. Also das ist ein Riesensprung, den man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Das ist auch ganz grund auf verschiedene Techniken. Natürlich muss er auch Passrouten laufen und Bälle fangen. Ich denke mal, er ist da, wo er ist, ist er sehr, sehr gut aufgehoben. Ich glaube, er sollte sich auf seine Receiver-Position stark konzentrieren, sich dort richtig entwickeln und sich einfach dort auch beweisen und behaupten. Und dann im richtigen Moment, sei es durch einen Trade, sei es durch eine Verletzung, reinrutschen und dann abliefern. Das ist das Entscheidende. Wenn du dann erstmal den Fuß in der Tür hast und auch bewiesen hast, dass du es kannst, dann hast du auch eine tolle, lange Karriere noch vor dir.